Er hat also Angst. So. Jetzt schnacke ich mal kurz mit Fabi und sage ihm, der soll Watras rauslassen. Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Watras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Es stand auf einer alten Steintafel. Haha, witzig. Los, verschwinde und mach dich irgendwie nützlich. Okay, und jetzt? Wir passen auf. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay, ich komme nicht rein. Bedeutet, ich lade nochmal und sag dem, das ist die andere Antwort. Vielleicht reagieren die dann. Wäre schön. So, ah, hallo. Ja, wie geht's dir? Na? Wie hieß er nochmal da unten? Mamuk oder wie der hieß? Mamuk hat's mir gesteckt. Der Typ ist so blöd, wie er dicht ist. Wenn ich ihn umbringen lasse, habe ich einen Kämpfer weniger. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin von Idioten umgeben. Aber ich brauche sie. Naja, zumindest habe ich einen Gärtner. Und jetzt? Ah, verflucht. Was willst du? Kann ich den Diebstahl riskieren? Schlüssel erhalten. Oh Gott, die werden mich gleich so hassen. Warum wächst du nicht? Nein. Warum wächst du nicht? Nein. Habt ihr den Schlüssel? Nein. Habt doch den Schlüssel. Wir können später noch reden. Stets auf der Hut. Okay, dann halt nicht. Achso, apropos. Ja gut, wenn ich den Schlüssel habe, habe ich den Schlüssel. Aber hier. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Ja. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut, Vater der Entspannung. Gerne geschehen. Gut, aber ich kann jetzt mit Watras nicht viel anfangen. Bedeutet, ich müsste nach den Nomaden suchen. Ah. Schakale, natürlich, Schakale. So. Jetzt müssen wir gucken, wo wir unsere Kumpels da wiederfinden. Also die, oh, hier ist noch ein bisschen, was ist das? Goldader. Problem ist, ich würde gerne Gold abbauen, wenn ich ein besserer Schürfer bin. Wir haben 49 Punkte. Wie war das nochmal mit dem Lernen? Wir wollten, glaube ich, noch ein paar Zauber lernen, ne? Wir gehen mal nach Benzala. Und da ist nämlich noch so ein Ork-Tempel. Also so ein Tempel halt. Adonis-Tempel. Oder Whatever-Tempel. Ich glaube, es ist kein Adonis. Ein Ogre. Hey, Body. What's going on, eh? Thank you for being here. Ja. Es sind halt 17.000 roundabout. 17.000 Punkte nur noch. Moin, Martha. So, hat gereicht. Für euch hat's gereicht. Hätte jetzt sowas trinken können. Ist nix. Oh. Zombies. Eins, zwei, drei. Eine Mumie. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Gut. Da brauchen wir nicht mal suchen gerade. Da gibt es nicht so viel. So. Schon wieder. Zombies. Okay.
Was? Ciao. Ich hab die Sorge, dass das hier mit Zombies verseucht ist alles. Wir waren zum Beispiel noch gar nicht in... Nee, das geht sogar. Wir waren zum Beispiel noch gar nicht nochmal in Gotha, oder? Ah nee, doch, wir waren nochmal in Gotha. Was willst du? Bist du gekommen, um hier zu plündern? Da kommst du zu spät. Was ist los? Seit die Untoten da sind, treiben sich Plünderer in der Gegend herum. Also was willst du? Ich bin hier, um gegen die Untoten zu kämpfen. Wenn das wahr ist, bist du ein mutiger Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, lass es mich wissen. Mhm. Und sprich mit Daro. Wenn einer den Überblick hat, dann er. Okay, super. Kann ich dir helfen? Dieses kleine Problem mit den Untoten hat unsere Arbeit zum Erliegen gebracht. Die meisten Schmiede sind tot und ich brauche mehr Stahl. Hm, Stahl also? Ja, die Lieferungen aus den Stollen. Du willst helfen? Dann bring mir 6 Kisten Stahl. Ui, okay. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Rohstahl, Rubinklingen. Auch so ein paar Sachen. Bring mir was über das Schmieden bei. Schürfen. Schärfen und Schürfen, was sagt ihr? Dazu bist du noch nicht bereit. Mir fehlen 2 Schmiedepunkte. Boah, keine Ahnung. Oder machen wir lieber Tränke? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Hammer. Hier wird aber hart gesichert, Hammer. Gott! Dolok, da ist der Teleportstand. Gut. Ich wollte gerade nach dem Teleportstand gucken. Was willst du, Mora? Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Rohlinge aus Erz. Rohlinge aus den Feuern Nordmars. Mhm. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Aha. Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Mora? Wir passen auf die Stadt auf. Mhm. Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die toten Morras herkommen. Ah, die haben das schon... Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Morras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Mhm. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. Okay, machen wir dann. Bist du auch überfallen worden? Naja, nein. Ich bin überfallen worden. Ach was. Aber ich konnte mich in die Stadt retten. Das sehe ich. Was hast du jetzt vor? Na, ich bleibe hier. Ich habe bereits mit Julio gesprochen. Aha. Er sagte, ich kann bleiben. Guter Mann. Können wir handeln? Ich bin untröstlich, Vater der Geschäfte. Aber diese plündernden Nomaden haben mich ausgeraubt. Ja, nun. Und dann waren da plötzlich diese Untoten. Es war schrecklich. Du hast also Sie nichts. Haben alle gekämpft und dann bin ich schnell abgehauen. Komm zur Sache. Wenn du ein tapferer Mann bist, dann bring mir meine Waren zurück. Hier? Gut, was sind das für Waren? Es sind 8 Kisten. Ich glaube, ich habe meinen Namen darauf geschrieben. Sie haben mich vor der Stadt auf dem Weg überfallen. Mhm. Okay. Welchen? Es gibt ja anscheinend 2 Wege. Was treibt dich an diesen verfluchten Ort? Die Situation. Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Übel. Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote. Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Mhm. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Okay. Kampf. Okay. Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Nun, aber gut. Niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Das kann Wenn sein. Wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Du hast recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen, aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Okay. Ich sehe mir mal die Stollen an.
Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Mach ich. Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Späher. Perfekt, mach ich. Ihr habt ein echt schlimmes Leben. Damit zahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Das ist wahr. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Mhm. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Mm. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. Okay. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Okay, sag mir, wo ich Basir finde. Wie kann ich helfen? Hört euch das an! Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, komm zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Gib mir Mühe. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können. Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Dann erzähl. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen. Eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt. Doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut. Einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn ihn ereilen. Stinkewütend sind sie, Leute. Was ist mit den Erzrohlingen? Wenn du sie findest, nimm sie an dich. Bewahre sie auf und bring sie nach Ishtar. Okay. Weißt du, wo Sugut stecken könnte? Er hat die Stadt Richtung Ben Erei verlassen. Und er war nicht allein. Boah, das wird... Ja. Er war nicht allein? Da war noch ein anderer Kerl bei ihm. Aber ich konnte nicht erkennen, wer es war. Aber wenn du ihn findest, dann lass ihn auch für seinen Fehler bezahlen. Erstmal muss ich ihn finden. Boah, das ist ja... Kann ich mit dir handeln? Der hat echt Probleme, ne? Zeig mir... Oh, wir haben einen Hammer. Eva had a hammer. Hammer in the morning. Achso, Moment, wir brauchen auch noch... Ne, wir brauchen Sägen, ne? Okay, die Situation ist angespannt. Elite-Krieger. Also, hier ist der Stollen. So, gehen wir mal rein in den Stollen. Ja, beruhig dich mal, Kollege. Oh, Skelette. Moment. Wisst ihr was? Wir lernen jetzt den einen Zauber. Das geht mir jetzt auf den Keks. Diesen Untote vernichten Zauber quasi. Der lohnt sich doch, oder? Wir müssen gleich mal gucken, was das Verhältnis ist. Das Verhältnis ist... Ja. Ja. Flammenwelle ist für Meteor Voraussetzung. Warte mal. Do I do the wrong thing? Habe ich ein Problem? Eno. Gewehr. Nee. Aber wir machen böses Vernichten hinterher. Passt schon. Hat ein bisschen was gekostet, aber jetzt haben wir mal ein paar Zauber drauf. Also. Brauchen wir nicht. Brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir. So.
kann das doch immer nicht zaubern, aber... Flammenwelle und das hier. Nee. Aber Moment, wir machen mal... Ich will mal nur was wissen gleich. Was kann denn schon groß passieren? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Wir brauchen wieder ein bisschen Kohle, ne? Was kannst du denn mir so geben? Hauptsache, ich verscherbe die Mondklinge nicht. Die Mondklinge habe ich aber auf dem Slot. Zeig mir dann. Kann also eigentlich nicht passieren. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ja, sollte nicht passieren. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Armbrust. Ach, ist ein Bolzen. Ich glaube, ich will das Klingenbolzen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Das hätte er doch besser sehen. Rostige Streitaxt. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Irgendwas, was wir noch nicht brauchen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So. Gib mir mal einen Goldausgleich. Alles gut. Ich gehe mal hoch. Können wir den vielleicht jetzt... Ich meine, Flammenwelle ist halt schön und gut. Ist vielleicht für mehr Gegner. Aber... Nee. Okay, der hat gut Gold. Okay. Dann kriegst du die hier. Die hier. Und das. Und das kriegst du von mir. Wobei, Telekinese kann ich mir mal lassen, falls man das irgendwann mal braucht. Und Tote finde ich mal. Das brauche ich nicht mehr. Dorne. Eisfälle. Ich hab genügend Fleisch. Weiß nicht, ob die irgendwann mal irgendwas von hier brauchen könnten. Ich meine, so Herzen oder so. I don't know. Ich nehme das jetzt aber mal mit. So, ich konnte jetzt hier den Zauber noch nicht lernen. Kommt das noch? Weil ich habe wirklich einfach nicht geschaut, dass, was wir brauchen. Und für Meteorit brauchen wir einfach Flammenwelle. Hier ist die Voraussetzung Feuermager. Hier ist es Flammenwelle. Jetzt mal eine ganz dumme Frage. Können wir die im Kloster lernen jetzt? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Weil wir haben noch 37. Das ist noch ordentlich. Nee. Hier können wir auch nichts machen. Nein. Noch nicht bereit, okay. Ist ja nicht so wild. Wir gehen mal runter ins Kloster. Es wundert mich eigentlich, dass wir den Zauber nicht lernen können, weil die Voraussetzung ist ja Flammenwelle. Und wenn wir Meteorit können, ach, das wäre so viel einfacher. Vieles wäre viel einfacher. So. Bring mir. Kannst du mir... Oh ja, ich habe viele alte Bücher studiert, um hinter das Geheimnis der Magie zu kommen. Mhm. Aber es ist hoffnungslos. Die Theorie habe ich verstanden, aber mein Geist ist einfach nicht stark genug. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas über das längst vergessene Wissen. Bring mir etwas über... Roben. Ja, besserer Schutz mit Roben, aber naja... Die sind auch echt überall und nirgendwo, die Leute. Hier ist er. Irgendwas Interessantes. Naja, du hast ein bisschen Kohle, ne? Ja, so ein paar Zähne, die ich dir verkaufen kann, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich lasse mir mal 20 höchstens von jedem. Ich glaube, das meiste kriegen wir eh nochmal zusammen. Oh, zweimal Fell von einem Säbelzahntiger. Erstmal ganz okay. Komm hier. Danke. Wo ist denn der? Ach, da. Jetzt ist er auch. Nee, das ist nochmal Dargott. Hier ist Oliver. Wo ist denn jetzt der oberste Feiermagier wieder hier?